Ich will die Flottenstärke, sie 3600. 2800, das haben wir. 3400. Okay, die erobern jetzt die. Was kann ich dann erobern? Es sind die eigentlich. Die Weißen. Weiß, weiß, wer ist der Weiß? Oder ist der Planet noch neutral? Mal gucken. Das Wasser jede Runde plus 2 Legierung und dafür wollen die über Thermatik. Ne Quatsch, das wollen die. Oder geben die das uns? Ich glaube schon, oder? Waffenstillstand und Transrebe. 2 geben sie uns. Das muss ich jetzt mal gucken. Abkommen. Noch nix. So. Abkommen. Ach Quatsch, Quatsch. Ja. Ich habe doch ein Abkommen mit denen getroffen. Wieso sehe ich da nichts? Das Tanze pro Zug 46 und dafür bekommen die das. Okay. Haben wir nochmal 51 das pro Zug mehr. Das Schiff kostet 2000. Ux, 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 ux. Das ist viel. Naja. Okay, die sind noch neutral. Das ist wirklich noch nichts. Da baue ich mal schnell ein Werkstattschiff. Auf Forschung. Jetzt können wir wieder was Neues erforschen. Das machen wir. Mehr Masse für Schiffe oder. Ne, die neue Schiffsklasse, die große. Den Harvester.
dass wir auch mal dicke Dinger bauen können. So, dann schicken wir schnell den Kolonisierer dahin. Ich hoffe mal, dass wir noch schnell genug sind. Dann gehört nämlich das System uns. Aber wieso das System noch nicht kolonisiert ist, das wundert mich ein wenig. Das ist sehr komisch. Was haben wir da forscht? Wetterkontrolle. Plus Forschung, plus Geld, plus Produktion, plus Nahrung für Sternsystem. Eigentlich zu allem was dazu. Das bauen wir gleich mal. Ah, und da haben wir auch noch mal sowas. Und bauen wir noch mal das Verteidigung für Sternsystem. Das kann man auch immer mal gebrauchen. Was ist das? Ja, da bekommen wir noch irgendwie mehr Geld. Da bauen wir auch mal die Wetterkontrolle. Ihr Sternsystem besteht unter dem Einfluss eines anderen Imperiums. So eine Scheiße. Na, dann gucke ich mal da hoch. So. Die Quaver wurden ausgelöscht. Tja, da hatten wohl die Käufer wohl nicht ihren besten Tag. Jetzt sind sie Geschichte. Vereiniges Imperium ist nun herzlich. Okay. Grenzöffnung, Grenzöffnung, ja. Das ist immer gut. Glücklich, glücklich, ekstatisch, ne? Sieht ja ganz gut aus. Das lasse ich mal so. Ich will mal gucken. Kann ich hier noch einen Cash rauspressen, jede Runde? Pro Zug 280. Ja, machen wir mal 80. So. Dabei haben wir jede Runde 80 Cash mehr. Okay, das haben wir hergestellt für Zufriedenheit. Wie sieht es denn jetzt mit der Zufriedenheit aus? Ekstatisch 100. Wer sind die nochmal? Die. Und die kämpfen gerade gegen die. Die kämpfen gerade gegen die.
Ah, mit den tauschen wir irgendwas. La 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 la. Ja. Fünftausend Kampfkraft. 4000. Level up. Handelsrundenboni plus Darcy für Sternsystem. So. Neun Züge, dann kann man das große Schiffchen bauen. Das ganz große. 30 cm mindestens. Also Modellumfang. Und wieder wurde ein Imperium ausgelöscht. Level up. Den geben wir mal. Plus 3 Arbeit. Weil da, wenn man erstmal Arbeit auswählt, dann kann man auch so einen Skill nehmen, der Zufriedenheit gibt. Den will ich. Oh, die werden auch angegriffen. Die sind auch bald weg. Wie viel Cash haben wir jetzt pro Runde? 698. Gehe ich mal auf Industrie, weil ich dann so ein paar große Schiffchen bauen will. Die brauchen noch 5 Runden, bis sie erforscht sind. Level up. Machen wir Verteidigung. Hmm.
Ach Quatsch. So. Dann werden wir mal die da angreifen. Wenn wir ein paar Schiffchen gebaut haben. Wer es zerstört will, kann man ja nicht. Jeder, ich sag ja, jeder muss mal sterben oder so. Das Vereinigte Imperium gibt uns Antimaterie und wollen dafür das Wasser nur. So, dann können wir eigentlich mal die neue, die größere Flottenstärke erforschen. Da liegen ja auch noch ein paar Sachen mit auf dem Weg. Das wird alles mitgenommen. Ja. Neues Schiff. Wie ist der Name von dem Schiff? Harvester. Okay. Laser. Da wollen wir noch ein paar Raketen einpacken. Ne? Alles auf Laser. Ja. Wir haben jetzt ganz dicke Dinger. Das habe ich schon öfters mal gehört. Und den können wir auch kaufen. 6000. Dann kaufe ich lieber ein paar kleine Schiffe und lasse den manuell bauen. Okay. Dann stelle ich da auch mal auf Industrie um. Dass man da schneller bauen kann. Obwohl da oben könnte ich ja auch ein paar Schiffchen bauen. Oh, das kann man auch mal bauen. Mehr Bevölkerung. Handelsrouten. Ist einer von allen besetzt. Da kann man noch was brauchen. Schiffe bauen wir mal. So ein und so ein. So. Dann können wir auch mal bald ein bisschen Krieg spielen. Was haben wir da? Imperium ist jetzt verbündet. Hisho sind nicht fröhlich, weil wir Militärstärke haben. Ach so, wusste ich gar nicht. Die anderen haben zwar viel besseres Militär als wir, aber naja. Oh, da kann man es kolonisieren? Nee, da kann man nur die Bevölkerung erhöhen. Ach, das schiebe ich mal in einen Hangar, das Schiff. Das brauche ich im Moment eh nicht.
Nicht, dass es dann später zerstört wird, wenn wir Quiche haben. Nahkampf plus 1, plus 1. Arbeit, Arbeit. Plus 3 Arbeit, genau. Weil wir produzieren jetzt Schiffe, da können wir wegen mehr Arbeitsmoral gebrauchen. Das Schiff stört mich, weil dann kann, muss ich die mal alle einzeln hochschicken. Naja. Schick mal kurz einen Kundschafter dahin. Ah ja, die Hishu wurden, glaube ich, jetzt vernichtet. Genau. Schauen wir da. Einiges Imperium ist neutral. Sheridan wollen eine Allianz mit uns bilden. Moment, ich wollte die doch gerade angreifen. Machen wir auf Minimieren. Obwohl, dann kann man mit denen vielleicht jemand anders angreifen. Ein neuer Held kann rekrutiert werden. Ne, kann er nicht, weil wir sind voll. Wir können keinen mehr rekrutieren. Der lügt. So, jetzt haben wir noch die drei. Haben die irgendwas, wo ich unbedingt will? Vielleicht können wir den wieder mit dem Cash abknüpfen. Was, die wollen nur pauschal, nicht? Nicht wie jede Runde was, so geht es nicht. So, wo ist denn die Forschung? Das ist eine große Forschung für 7500. Die sind aber geizig, echt. Ne, so nicht. Die wollen von uns das Wasser und uns geben sie nichts. Seid ihr blöd?